Ich hasse Videoanfänge. Es ist immer awkward. Seid gegrüßt. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich euch etwas zeigen möchte. Ich habe ein Baby hier vor mir liegen, aber es ist kein menschliches Baby. Es ist ein Arbeitsbaby. Und das möchte ich euch heute zeigen. Das war weird. In einem Land vor unserer Zeit. Vor etwa 3 Jahren habe ich einen Kalender gestaltet. Das wissen ein paar von euch und ein paar von euch haben den auch zu Hause hängen. Das Ganze hat sich damals so ein bisschen durch meinen Podcast entwickelt. Ich hatte einen Podcast, Sprachnachrichten von Jaco, beziehungsweise ich habe einen Podcast, denn es wird bald eine neue Staffel geben. Und ich habe in dieser Folge, in der alles gestartet ist, erzählt, dass ich früher ein Sommerkind war und mich im Herbst immer sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Was heißt, ich habe mich im Herbst nicht sehr, sehr schlecht gefühlt, sondern ich war eigentlich sauer im Herbst. Ich war im Herbst sauer, dass der Herbst mir den Sommer wegnimmt. Ja, und ich habe dann damals durch YouTube-Videos, also YouTuberinnen, die irgendwie im Herbst voll viel Content kreieren, weil sie dann ganz viel basteln und Halloween-Zeugs machen und so, habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen und habe dann so eine komplett neue Beziehung zum Herbst entwickelt. Der Herbst hat da auch einen krassen Trend, oder? Ja, und davon habe ich in dieser Podcast-Folge erzählt, dass es doch so spannend ist, wie man einfach seine Gefühle einer Jahreszeit gegenüber verändern kann. Diese Podcast-Aufnahme hatte ich damals im Januar aufgenommen. Ich würde sagen, der Januar ist ja schon irgendwie so das schwarze Schaf unter den Monaten. Da kommen Nachzahlungen, dann ist Weihnachten auch irgendwie vorbei, und aber der Winter ist immer noch da und es ist irgendwie grau und ja, also es ist so ein bisschen als wie Weihnachten ohne Lichterkette und ohne Geschenke und ohne gutes Essen und ja, eigentlich so nur Winter. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann in der Podcast-Folge gesagt, dass ich mich halt gefragt habe, ob es eigentlich irgendwelche altertümlichen oder spirituellen oder astrologischen Infos zu den einzelnen Monaten gibt. Was haben die Leute früher gemacht, die noch naturverbundener gelebt haben? Was haben die so notiert? Weil früher waren die Leute ja auch nicht so abgelenkt und so zerstreut wie wir. Die haben nicht 50 E-Mails am Tag gekriegt. Ja, und da bin ich auf jeden Fall so ein bisschen in die Recherche gegangen, weil ich gedacht habe, das, was ich mit dem Herbst gemacht habe, das kann ich doch auch mit dem Januar machen. Da habe ich dann noch Infos zu gefunden und habe dann so ein bisschen davon erzählt, welche astrologische, spirituelle Bedeutung und so weiter der Januar bei den alten Naturvölkern hatte, was die Leute gesagt haben, wofür der steht, wie man damit umgehen kann, mit welchen Themen man sich beschäftigen kann, damit man sich halt so ein bisschen verbundener fühlt mit dem Monat. Die Theorie ist sozusagen, dass wir einfach Teil der Natur sind und wenn die Natur sich verändert, dass das auch einfach etwas mit uns macht. Und auf körperlicher Ebene, und da Körper und Psyche ein Kreislauf sind, auch mit unserer Psyche. Und so habe ich mir das damals dann alles so zusammen recherchiert und dann hier und da auf Instagram mal einen Text geteilt. Irgendwann kam dann die Idee auf, dass man doch einen Kalender daraus machen könnte. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann diesen Kalender gemacht, weil so viele Leute dann damals auf Instagram so begeistert davon waren, von diesen Texten, und haben gesagt, krass, genau so fühle ich mich schon seit einer Woche und es ist irgendwie voll gut, das jetzt zu lesen und jetzt verunsichert mich das nicht mehr und jetzt gehe ich dann noch mehr rein und genieße das und so. Das war irgendwie ganz geil. Ich habe dann den insgesamt noch 2-mal nachbestellt. Also ich hatte immer so eine bestimmte Menge bestellt und die habe ich 2-mal nachbestellt. Und ja, Ende letzten Jahres war dann sozusagen die letzte Lieferung ausverkauft und irgendwie war dann für mich so ein bisschen der, naja, die Luft raus irgendwie. Und dann war ich so ein bisschen unsicher, ob ich den halt einfach aussterben lasse sozusagen und nicht weiterverkaufe oder ob ich den neu gestalte. So, und jetzt kommen wir zum interessanten Part. Ich habe diesen Kalender nämlich neu gestalten lassen. Ich habe auch heute nämlich, und deswegen drehe ich auch dieses Video, mit der Post die ersten Proofs bekommen. Also, es ist jetzt noch nicht das finale Papier und der und so, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Farbproof, dass ich das schon mal in der Hand halten kann und gleich auch einen kleinen Einblick euch gebe. Und das Aufregende daran ist, mein Kalender, die neue Auflage, und es ist nicht nur mein Kalender, aber dazu gleich mehr, wird verlegt. Und zwar vom Ullstein Verlag. Und deswegen geht er am 30. September in den Buchhandel. Und dann kann man unseren Kalender überall kaufen, wo man auch Bücher kaufen kann. Jetzt möchte ich aber noch ein ganz bisschen mehr Kontext geben, bevor ich euch den Kalender zeige. Im
ich glaube November 2020, habe ich eine Nachricht bekommen vom Ullstein Verlag. Und zwar von einer Verlegerin. Ihr Name ist Hanna. Hanna hat mich gefragt, ob ich ein Buch mit ihr schreiben würde. Ja, und dann habe ich mich damals mit Hanna getroffen und bin richtig lange mit ihr in Berlin spazieren gegangen. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Einen Monat später habe ich dann Hanna allerdings eine E-Mail geschrieben, dass ich das Buch erstmal nicht mit ihr schreiben kann, weil es mir einfach sehr, sehr schlecht ging damals. So Ende 2020 war der Zeitpunkt, wo ich eigentlich mir eingestanden habe, dass meine mentale Gesundheit und meine Regeneration an erster Stelle steht, und deswegen hatte ich dann einige Projekte einfach auf Eis gelegt oder abgesagt, um mir selbst Ruhe und Zeit zu gönnen, um wieder klarzukommen. Aber Anfang diesen Jahres ist dann parallel zufälligerweise etwas passiert, und zwar auf der einen Seite habe ich beschlossen, meinen Kalender neu zu gestalten und habe auf Instagram eine Illustratorin gesucht und gefragt, ob Leute mir Bewerbungen schicken können, und auf der anderen Seite hatte sich Hanna vom Ullstein Verlag bei mir gemeldet und hat gesagt, hey Jaku, wie sieht's bei dir aus? Wollen wir was zusammen starten? Wir verlegen nach wie vor Bücher, Kalender und noch irgendwas. Und ich war so, ha, okay, ich weiß nicht, ob ich schon dem Druck gerade standstehen kann, ein ganzes Buch zu schreiben, was definitiv noch offen ist auf meiner Bucketlist. Aber da ist mir natürlich das Wort Kalender aufgefallen. Und dann habe ich Hanna von meinem Projekt erzählt und sie hat gesagt, machen wir. Und parallel habe ich dann auf Instagram meine Illustratorin für mein Projekt gefunden. Und zwar ist das Antonia Kobras. Die hat den Kalender auch schon fertig illustriert. Ich finde es extrem cool, weil es ist jetzt nicht einfach nur ein Kalender, den irgendwer illustriert hat, sondern es ist ein Kalender, den eine Künstlerin aus meiner Community illustriert hat. Ich will jetzt gar nicht euch weiter aufhalten. Ich zeige euch das mal kurz. Das war heute Morgen bei mir im Briefkasten. Dieses wunderschöne Cover hat Antonia Kobras illustriert. Sie hat mir damals diese Illustration geschickt und die hat mich einfach so überzeugt. Sie hatte so viel Analyse und Tiefgang in diese Illustrationen gebracht. Also ich habe bei jeder Skizze, die ich bekommen habe, gefühlt ein DIN A4-Blatt bekommen, was jedes einzelne Element auf dieser Illustration zu bedeuten hat und worauf sich das im Text bezieht und so weiter. Und ich bin sehr, sehr stolz und glücklich, zusammen mit ihr dieses Projekt zu veröffentlichen. Ich zeige euch eine Seite und gehe auf die Seiten ein. Ich habe bisher nur die Januar-Seite hier. Jede Seite beinhaltet eine Illustration von Antonia, dann ein immerwährendes Kalendarium. Also hier stehen keine Wochentage dabei. Das bedeutet, ihr könnt den Kalender kaufen und zum Beispiel nur fürs Jahr benutzen. Oder ihr tragt einfach nur jährlich wiederholende Ereignisse ein, wie zum Beispiel Geburtstage. Dann könnt ihr den halt jedes Jahr immer wieder neu benutzen. Und unten ist dann halt ein Text zu dem Monat. Man kann den Kalender jetzt schon vorbestellen. Ich setze den Link unten in die Infobox zu Amazon, aber ihr könnt auch zu Thalia Hugendubel gehen und da vorbestellen. Ihr könnt überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Egal, ob ihr auf einem Dorf lebt und da gibt es einen kleinen Bücherladen oder ihr geht ins Internet oder ihr geht in die großen Filialen. Genau. Ja. Das ist jetzt wie bei einer Sprachnachricht, wenn man den Daumen nicht rechtzeitig losgelassen hat. Ihr seid süß und klein. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.